Einen davon? Wo steht denn der? Kompost. Oben. Eventuell sogar mit Kompost drin. Nee, der steht eigentlich oben bei den Rüben. Oben da, wo der große Misthaufen ist. Also hier auf dem Haupthof aber, ne? Ja. Gucken wir mal. Achso, wir sind ja jetzt dann hier oben fertig. Cool. Da ist da. Gibt es hier ein Rohr zum Abpumpen des Getreides? Oder muss man das aufschaufeln? Stille-Lader, glaube ich. Das ist ja ziemlich kokolores, ist das, ne? Das? Ziemlicher Mist ist das. Eventuell das Rohr unterhalb der Lager, wo man immer dran vorbeifährt, wo es den Hügel hochgeht. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich ein Trigger sein soll oder nicht dafür. Ja, es wäre aber cool, wenn es so wäre. Wo ist denn das Lager überhaupt? Na, das ist oben bei der Waage. Also wenn du hochfährst im Prinzip. Ja. Gucken wir mal vielleicht. Dann auch der Anhänger, oder? Deine Nähe war auf jeden Fall die Waage, das weiß ich noch, ja. Wo steht der Brand jetzt auf dem Haupthof? Nee, Nordhof. Wo jetzt? Schweine 4, also. Also wo siehst du jetzt hier ein Rohr? Na, unten, also rechts unterhalb des Hauptlagers dafür, links vom Roggenlager und rechts von den Fahrzeugen. Ist ja auch so ein kleines Silo-Gedöns mit einem Rohr, aber ich weiß nicht, ob das ein Trigger sein soll. Das ist, glaube ich, nur ein Objekt, ne? Ich glaube, das ist nicht, ne. Es wäre cool, wenn es so wäre, aber... Und Getreide aus den anderen Dingern ist schon alles raus, ne? Ja. Ich kann gar nicht dran, ne. Wobei, eventuell ist im Nordhof noch was drin, also Schweine 4. Hier soll ich ja, da reden, ist oder? Definitiv, glaube ich, noch, weil die anderen, die Lager sind, glaube ich, alle rappevoll. Da könntest du gucken. Dann könntest du da auch... mal gucken, ja. Na, ob da was... ist, oder was? Ne, ich nehme jetzt den Case. Runterfahren und das Rohr und dann... Nee, ich glaube... haben wir irgendein Fahrzeug bei dem Ballenlager? Thomas, hier stehen noch Ballen drin, in dem Stall. Lasse er mich in den Case rein. Dankeschön. Ja, das sind aber alles Strohballen. Ne, ein Grasballen steht da. Ne, Heuballen, okay. So. Dann kannst du auf jeden Fall mähen, ja. Ja, also einer kann auf alle Fälle mähen. Lass noch viel Wasser her. Ja, ich will das aber irgendwie loswerden. Das hier wohl... Hör zu den Schweinchen, ne? Ja. Na, die sind ziemlich rappelvoll noch, denke ich. Die sind rappelvoll, ja. So viel haben wir ja in der letzten Zeit nicht gespult. Ich am besten Käse zum Mähen. Wir haben noch einen. Wo ist denn der Same? Haupthof. Der Same ist noch besser zum Mähen. Soll ich den Brandner mal mitnehmen, nach oben zum Haupthof? Ja, mach das mal bitte. Das ist der Trigger für Düngerteil. Ja, hab ich gemacht. Hab ich mir so gedacht. Hab ich mir so. Pflanzenwachstum gerade an? Keine Ahnung. Stau, folgende Strecken. Ich warte eben. Warte zuerst. Am Nordhof hast du gesagt, ne? Sven, hast du geschaut, ob da was ist? Was? Wasser ist da voll, oder was meinst du? Nein, du solltest gucken. Getreide. Du musst selber gucken, Leo. Ja, ich bin auf dem Weg. Sorry. Kein Problem. Ich war so vertieft, den Brandner zu suchen. Den Leo so geschickt da hinten geparkt hat. Der war gut, ne? Mhm. Oh. Ups.
Befüllung starten. Weizen 8000, Gerste 77.000, Raps 160.000, Körnermais ist leer, Hafer 77.000, Roggen 100.000. Können wir, Roggen ist kein Getreide, oder? Wird Roggen als Getreide akzeptiert? Kommst leicht abgehakt, ne? Ich wollte ihm sagen, du hast ziemlich hohen Paketverlust. Ich What? Wollte nur nicht sagen, dass er es ist, sondern mich erstmal ausschließen. Das ist gar nicht mal so geil. Haben wir denn Paket? Das glaube ich dir, weil wir verstehen dich keinen Meter. Einen Moment, kurz hat er gesagt. Steht einfach auch alles. Ja. Der Jakob hat auch einen Paketverlust. Und dann muss das am Teamspeak liegen. Gut, dann nehme ich erstmal normales Gerste-Zeugs. Ja. Ja, oder der Server ist gleich tot. Ja, genau, aber Sven verstehe ich wunderbar zum Beispiel. Ja, ich verstehe ja, Thomas auch wunderbar. Thomas auch. Jörg auch. Ja, das ist nur Leo und Jakob anscheinend. Hanna, sag mal was. Ja. Hanna auch. Ja. Richtig cool. Jetzt geht's wieder. Ja. Wohnen Jakob und Leo zusammen oder woran liegt das? Ja. Na gut, es kommt drauf an, ne, ob sie ziemlich weit aufeinander wohnen. Also, glaube ich aber nicht. Das kann tatsächlich sein, Thies. Das kann sein, dass es für den LS17 zum Erscheinen schon Mods geben wird, weil nämlich auf der Famcom das Mod-Bauwerkzeug schon vorgestellt wurde. Also die Modder oder die Modding-Teams, die eingeladen wurden, die haben auf jeden Fall schon das Werkzeug, um Mods für den LS17 zu bauen. Das ist schon möglich. Ich lese auch mal den Chat, ja. Und deinen großartigen Reim habe ich auch gesehen. Dim, 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 dim. So, ich muss da mal, warte, ich muss mal hier, da muss ich mal da hier drücken. Hier so und da, hier so. Ach, das ist ja leer, deswegen holst du gerade Gülle, kann das sein? Dip, 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 dip. Vielleicht hat sich der Boss disconnected. Gucken wir mal. Nö. Keine Ahnung, was da los ist. So, okay. Dann probieren wir das doch nochmal. Nochmal, nochmal. Juhu! Tjo. Jakob ist auch geleftet? Naja. Aber das ist nicht besser geworden. Und bei dir auch nicht mehr. Sven, es war keine tolle Idee von dir. Sabotage! Na, DDoS! Jupp, hatten wir schon. Ist nicht geil. Ernsthaft? Jupp. Das macht gar keinen Sinn. Gefühl. Aber okay. Das macht es auch nicht. Leo, hast du gehört, dass der... Ja, tatsächlich habe ich das gehört. Ich finde das eine Unverschämtheit, dass der Werner sich einen Johnny gekauft hat. Wie kann er es nur wagen? Einfach einen Johnny zu kaufen. Und damit das Spiel zu verlieren. Wie? Was hat Werner in der Folge gesagt? Es wird bestimmt beim Leo in den Kommentaren stehen. Leo, ja. Leo, der hat sich den Johnny gekauft. Ehrlich gesagt... Finde ich das sehr, sehr merkwürdig, dass er den gekauft hat, weil es macht eigentlich null. Wenn man jetzt gewinnen möchte, ne? Ich sag jetzt nur aus dem Gewinnaspekt, macht das null Sinn, den so einen Traktor zu kaufen. Wirklich null. Weil erstens kannst du für den Preis dir gefühlt 300 andere kleinere Johnnies oder Deutzes kaufen. Für die zum Schaufeln ist der Hanomag günstiger und deutlich besser geeignet, weil er eine höhere Ladekapazität hat. Also der Johnny, der macht vorne und hinten keinen Sinn, aus meiner Sicht. Vor allem mit Frontlader. Also, das macht für mich gar keinen Sinn. Ja, ja. Dass er die Power vielleicht gebrauchen kann, okay, aber... Ja, aber dann kaufst du die einfach... Jetzt. Ich habe ja das Problem jetzt auch, dass ich von Feld 35 das ganze Zeug holen muss, ne? Ja.
Dann kaufe ich mir wahrscheinlich einen zweiten Ladewagen und gut ist. Aber das mit dem, Stimmt, der holt ja jetzt nur für den großen Ladewagen. Ja, das war der, so wie ich das rausgehört habe, war das hauptsächlich für den größeren Ladewagen. Und aber wie dann ist das Strohsammeln erledigt und dann hat er aber nichts mehr davon. Von dem großen Traktor. Also ich weiß nicht, ob das so eine gute Sache war. Für ihn, für mich auf jeden Fall. Na gut, es wird sich dann irgendwann zeigen, ne? Ja. Ob er ein paar mehr Verwendungszwecke für ihn hat, außer irgendwo in der Gegend rumkutschieren. Das wird er auf jeden Fall haben. Aber wie gesagt, der Johnny, der schafft eigentlich auch alles ganz gut bis jetzt. Bis jetzt, ehrlich gesagt. Er hätte bestimmt auch diesen großen Ladewagen ziehen können. Jupp. Fährt halt vielleicht ein km/h weniger oder so, aber... Ich hätte es einfach mal ausprobiert, aber gut. Jeder so wie er möchte. Sirs, ich müsste mal hier lang. Oh, guck dir das an. Perfekt um die Kurve rum. So, was machen wir denn gleich? Das haben wir dann aufgefüllt. Dann können wir ein paar neue Ferkels holen. Wollen wir uns dafür den LKW holen? Ja, ne? Der Laden hat zu. Laden hat zu? Okay, dann müssen wir vorspulen, das hilft ja nichts. Ja, aber gut, ich meine, wenn die Fruchtwachstum aus ist oder du wartest, bis wir fertig gedüngt haben. Dann will ich es ausmachen, weil ich auch noch am Mähen bin. Ach so, ja, dann hat sich das eh erledigt. Was machen denn die anderen gerade? Ich wollte die Ballenfresse oder diese Wickelmaschine holen und die schon mal da hinstellen. Ich glaube, wir wollen da ja welche draus machen. Das reicht, wenn wir da Heuballen draus machen, denke ich, oder Gras. Okay. Was spricht denn dagegen, wenn wir das zu der Krawatterballengeschichte ausbauen? Oder umbauen? Mich stört das nicht. Ja. Wir können da ruhig Quaderballen draus pressen. Ne, müssen wir den Silageballen noch wickeln? Brauchen wir die noch gewickelt? Eigentlich nicht, ne? Ich weiß nicht, ob das wirklich die Schweinezucht so annimmt, wie wir es dann auch vorhaben mit dem Gras oder so. Achso, das meinst du, naja. Das aber wir können, ich habe einen Mod, da können wir Quaderballen mitwickeln. Ja, aber wie gut funktioniert die Geschichte? Und ist sie multiplayerfähig? Ja, okay, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber... Wobei, Quaderballen hatten wir ja schon auf der Klettenwerke, ne? Ja, aber also Quaderballen... ist schon irgendwie schön. Quaderballen sind besser als Rundballen. Weil sie quadratisch sind. Weil quadratisch quadratisch gut. Richtig. Nein, ich mag einfach diese Rundballenpresse nicht vom... Ja, diese Standardpresse ist echt, ja... Fragwürdig gut, sagen wir es mal. Einfach, wir nennen sie fragwürdig gut. Ja, das ist die Klaas, die Werner jetzt zum Beispiel hat, die ist richtig nice, weil sie automatisch auch wieder schließt nach dem Auswerfen. Das ist somit das Nervigste an unserer Presse hier, ne, an der Standardpresse. Ja. Du musst ja aufmachen, zumachen. Genau, und deswegen finde ich die Quaderballen einfach so viel... Oh, Bertha, musst du irgendwie mal im Berg sein. Wenn man Silageballen macht, ist... Also der Wickler ist echt langsam. Jo. So eine Ultima wäre schon... geil, aber schon geil, das ne? Ist halt performance-technisch. Ich weiß halt nicht. Ne? Das ja, ist so, würde schon gehen, glaube ich. Wir cool. Haben ja kaum welche drauf. Man Mods, die Ultima würde dann schon gehen, glaube ich. Würde schon gehen, denke ich. Okay. Trotzdem einer Schwaden und Grasballen pressen und wickeln. Also das ist jetzt das nächste, was wir machen sollten. Nicht zettern, sondern nur Schwaden und pressen. Und wickeln, glaube ich, auch, ja. Wenn wir jetzt noch die Möglichkeit haben, das zu machen, dann sollten wir das ausnutzen. Ja, Wickler haben wir noch, ja. Sollen wir dann erst zweimal mähen, oder willst du nur die eine mähen? Mähen die ganz große. Ja, die Frage ist halt, ob wir es zweimal mähen und dann so mehr Ertrag haben und... Nö, wir machen das straight ahead. Ich suche gerade die Geräte, wo finde ich die? Am Haupthof. Ah,
aber ganz schnell zur Tankstelle. Bei dem Jakob sein Trecker ist leer gelaufen.